Ja, Leute, willkommen zurück zum weiteren Part von Super Mario Maker 2 gemeinsam mit Kino. Grüß dich. Kino ist mit dabei. Ja, natürlich. Wie immer bei mir. Er nimmt ja gerne mal Solo-Folgen auf, das tue ich nicht, weil, ja, keine Ahnung warum. Du hast genug Projekte. Ich habe genug Projekte, genau. Du machst doch immer auch dein Pokémon gerade. Ja, da habe ich jetzt heute sogar die letzte Folge aufgenommen. Was ich danach mache, weiß ich noch nicht. Hey, warte mal, was heißt, du hast die letzte aufgenommen? Ja. Achso, du hast ja wahrscheinlich wieder 30 im Voraus, nicht wahr? Ja. Ja gut, das ist halt typisch Kino. Das ist halt typical Kino und das ist typisch scheiß Level. Wow, das war aber gut, das war richtig gut. Oh, ey, da muss ich irgendwann abbremsen, ey, das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich merk's gerade beim dritten. Ja. Also du darfst gar nicht allzu krass springen. Zum ersten schon, aber danach wird schon. Aber stehen bleiben darfst du auch nicht. Boah, nee, also. Oh, das ist jetzt schon wieder nur ein Glücksding. Ja, nein. Wie, Alter? Das war meine kleine Zehe maximal. Ja, du musst wirklich ganz spät abspringen. Beim letzten Pixel. Und dann bist du trotzdem zu schnell. Checkpoint! Okay, alles gut. Das ist aber mies. Schau dir das an. An der Stelle, ich möchte mal erwähnen, als Levelersteller hat man da wahrscheinlich sich noch mehr aufgeregt. Weil du darfst nicht vergessen. Scheiße, ich hätte mit Anlauf machen sollen, oder? Ja. Du darfst nicht vergessen, da musst du einmal das Level von ganz am Anfang schaffen. Wenn du da zu schnell bist, hast du ein Problem. Ja. Da war ich zu schnell. Genau, da musst du aufpassen, weil sonst stößt du dir den Kopf. Hast du ihn dir gestoßen, ja? Nein, ich bin einfach runtergefallen. Ja, ich fühle dich gerade. Hast du gerade einen Barschwar nachgemacht? Ein Barschwar? Ja, Barschwar! Habe ich so gehört gerade. Der war aber gut, der war gut. Also Barschwar hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah, cool, ey. Notenblock. Nee, das ist mies. Ey, das betrachte ich als Betrug. Aber richtig. Okay, also nach dem Notenblock wird's krank. Also jetzt. Okay. Nein! Ich dachte eigentlich, ich würde es schaffen. Dachte ich eigentlich auch. Okay, bin wieder beim Notenblock. Ey, okay, jetzt habe ich es gerade mega dumm verkackt. Hast du es geschafft? Nee, oder? Ich war beim Notenblock, aber da habe ich es auch verkackt. Nee, beim Notenblock, den einen habe ich ja geschafft. Okay, jetzt schaffe ich es eigentlich ganz gut. Aber da musst du halt richtig den Anlauf... Das ist gerade... Ja. Am besten mach dich lieber das Backup bereit. Ich dachte, du bist schon weg. Oh ja! Ich bin mit Ziel, oder? Ja, perfekt. Ah, hundertprozentig, ey. Oh, meine... Ey, was soll das denn bitte? Der stoßt mich gleich... Ja, voll. Auf meiner Position, ja, egal, ich skill trotzdem auf den Stacheln. Mach das. Boah, aber eigentlich ist das Level cool, aber ganz ehrlich, das hochladen würde ich nicht wollen, weil da würde ich mich ein paar Mal aufregen. War ein cooler Start. Also, ob es ein cooler Start war, weiß ich jetzt nicht. Aber nehmen wir so mit. Es geht schlimmer. Das sowieso, oder? Wir hatten schon Schlimmeres. Eben. In letzter Zeit so viele Level schließen wir bei mir ab. Also ich bin zufrieden zumindest. Oh, no way. Ist da ein Peacewitch drin, oder? Nee, ein Propeller. Den nehme ich aber gerne. Nur der. Oh nee, aber bitte nicht irgendwas, wo du laufend halt, was diese zwei Entscheidungen treffen musst. Geh nicht in die Tür! Ich glaube, du musst da weiter, oder? Ja, da ist das Ziel direkt. Hä? Also die Tür war einfach fake an der Stelle, da sind nur Stacheln drin. Ja, ich war da auch gerade drin. Das ist halt... Ja, hä, was ist denn das schon wieder? War das überhaupt richtig? Guck mal, komm mit dem Propellerpilz ins Ziel, wir nimmst du mit. Ich... Okay, ja, Ich hab die Tür war einfach nur Troll. Ja, das denk ich, so denke ich gerade. Genau, mein Hirn ist gerade Grütze. Barschwa. Nach dem Level. Barschwa. Ja, das Level war so nutzlos wie ein Barschwa.
Ha. Nicht wie ein Carpator, weil Carpator sind cool. Aber Impossible Course. Ist aber trotzdem heftig, weil die Barschwab entwickelt sich ja genauso zu was Mächtigen, genauso wie Carpator. Ja, das ist einfach so richtig schwache Fische werden so richtig geil. Ne? Das ist bei Pokémon halt eh schon immer so. Die ganz Schwachen darfst du nie unterschätzen, weil die werden meistens richtig Ludwig. Richtig Ludwig, ja. Hammer, Bruder! Gut, da habe ich damit meinen Folgentitel für heute. Richtig Ludwig. Ja, voll. Nein! Ich glaube, den brauchen wir. Der hat sicher den Schlüssel oder so. Was ich mir schon immer gewünscht habe, ist eine eigene Serie über Cynthia, wie sie dann das Barschwar fängt und das Knackhack und alles. Ja, vor allem, weil es ja auch in der Ding halt diesen Rückblick gab, als Davy sein Kind war. Weil da hast du richtig Bock drauf, dass du genau... Der kann springen! Der ist ein Bock, Mann! An der Stelle, lauf einfach durch, weil du brauchst keinen Schlüssel, weil ich habe einen gehabt und der ist einfach abgefallen. Okay, wir brauchen keinen Schlüssel. Gut, trotzdem ist der Ludwig mal... Wo kam der denn jetzt her? Oh, da ist ein Schlüssel. Ja, nimm ihn, der fällt ab. Jupp. So, da unten ist Wendy oder Roy? Roy! Wie geht's da denn gleich weiter? Apropos, weil wir gerade von Pokémon reden und auch mit Ultimate-Reisen verbunden, ne? Ja. Es ist tatsächlich so, dass jetzt bei Pokémon TV tatsächlich das freigeschalten wurde, endlich. Was? Ultimate-Reisen. Achso. Das Geile ist nur die ersten drei Folgen, nur die 13. Also was dann Citro ist, wo Citro vorkommt. Die wollte ich eigentlich gucken, weil es mich interessiert hat. Ich konnte mir die gar nicht angucken. Okay. Weißt du warum? Nee. Weil die, glaube ich, auf Chinesisch oder so released wurde. Ah ja. Und auf Spanisch, keine Ahnung, was das war. Ich habe auf Pokémon TV ja auch einige, die Alola-Staffeln gesehen. Da war auch so ein paar Folgen bei, die waren überhaupt nicht deutsch. Nee, bei einer war es, bei dem, das weiß ich sogar noch, bei dem Ding... Wie kommt man denn da lang? Wo hast du denn Yoshi her? Der war drunten irgendwo. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau. Aber bei dem... Oh, da ist eine Tür, da gehe ich mal nicht rein. Fuck! Überlebe bitte. Bei der einen Folge bei Alola, wo die klein werden, da ist das Intro, weiß ich, auch auf Italienisch, glaube ich. Ja, genau. Weiß nicht, was die da genau falsch machen, aber bei mehreren Folgen war das Intro auf Italienisch. Ich wüsste jetzt nur bei der gerade, aber... Nee, bei 5 Folgen am Stück, das weiß ich noch. Ja gut, dann haben die das, glaube ich, gefixt. Bei einer ist es noch, weiß ich. Das ist gerade gefährlich, was wir machen. Nein, Kettnüte! Bleib da stehen. Ich hab... Und Mike, den Lakito-Schnappel, gingen wir so auf den Sack. Ja. Haben wir keinen Checkpoint? Nein, bis dato, jetzt sind die Hammer Bros auch wieder da. Oh, meine guten Freunde. Ja, ehrlich gesagt habe ich keinen Bock auf die. Also ich gucke ja auch gerade die ganz neue Pokémon-Serie mit Liko und alles, die finde ich bisher richtig kacke, muss ich sagen. Naja, gib ja trotzdem Anfänge, okay? Ja, also ich gucke mir die auf jeden Fall weiter an sich, weil es Pokémon ist. Ist das jetzt aber nicht auf Deutsch, oder? Ja, auf Deutsch gibt's das noch nicht. Aber ich halt auf Japanisch. Da bin ich nämlich jetzt schon gespannt. Ach, bei Roy war da Yoshi, okay. Jetzt weiß ich's wieder. Weil ich ihn gerade wieder random gefunden habe. Auf jeden Fall ist, weiß man jetzt auch, wer Likos Eltern sind. Weiß man. Ja. Wahrscheinlich, also wenn das nicht so besonders ist, wahrscheinlich. Das ist nicht, du kennst du gar nicht, keine Ahnung, wer das ist. Okay, also es ist das nicht ganz Ash. Leute. Nein. Das ist irgendwie traurig. Also man hatte gehofft irgendwie. Ja. Wobei, vielleicht kommt der Ash noch irgendwie vor. Ja, aber ich find's auch teilweise besser, wenn er da als 10-Jähriger vorkommt, als wenn er da die Vaterfigur oder sowas ist. Kannst besser das irgendwie machen, dass man ihn irgendwann nochmal kämpfen sieht. Keine Ahnung, irgendeine verzwickte Lage und dann kommt er auf einmal aus dem Schatten mit seinem Pikachu und das wird doch cooler, oder nicht? Das finde ich doch viel cooler. Ash und Pikachu schneller als ihr Schatten. Ja, also wenn Lucky Luke das kann, dann kann das auch... Ja, hier, die machen einfach Lucky Luke. Achso, warte mal, blödsinn, ich brauche einen Yoshi. Könntest du mich mitnehmen? Fuck, vergiss es. So. Ich gehe da mal unten lang. Ja, ist das? Also, warst du eigentlich mal in der Tür drin? Nein. Oder ist Bowser? Ah, okay, du musst dann wieder zurücklatschen. Du musst dann erstmal besiegen. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn besiegen soll. Ja, aber Fun Fact, du musst dann nachher trotzdem wieder zurück. Ja, Fun Fact, ich weiß nicht, wie ich ihn besiegen soll. Na, schauen wir mal. LOL, das ist eine Abkürzung. Bei den Ketten bin ich voll verreckt.
Das ist ein Kreislauf also. Da hast, ah, du, da hast du deine Antwort. Warte. Hol dir, hol's dir doch. Oder warte, ich spawn kurz, stell mich drunter, okay? Ja. Jetzt sind die deaktiviert. Ja gut, hättest du vielleicht doch eine bessere Position suchen können, oder? Ja, tut mir leid. Ja, das könnte kurz dauern. Ich mach das von unten, okay, von dem Gitter. Ich glaube, das ist einfacher. So, warte. Ja, alter Digga, ich will mir den Kopf machen. Willst du probieren? Kann ich gern machen, ey. Ich glaube, du bist besser darin. Ne? Weil ich einmal das mit den Ranken gut hinbekommen genau, habe. Genau, weil du Rankenmeister bist. Das war der Rankenmeister. Wird dir wieder aberkannt. Warte, einen Versuch gebe ich mir noch. Ah, jetzt machst du schon. So, warte. Ich hab das auch gar nicht gesehen, dass du unten noch... Ja! Ja, jetzt auf einmal! Ich habe auch einen Stern jetzt auf einmal. Und wo ist jetzt das Ziel? Jetzt gehst du zurück. Und da rechts lang. Bei den Eiszapfen, da war ich nämlich schon. Ach lol. Genau, geht's weiter. Ja, und hier kommt das Ziel auf einmal. Okay, alles klar. Also der Scheiß war doch einfacher als gedacht. Nur der Anfang war halt cringe. Ich dachte mir so, die Tür wäre nur eine Reset-Tür oder irgendwas oder irgendwie ein Fake, aber nee. Stattdessen war das die Lösung. Warum hat er da eine Tür hin, Alter? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Egal, einfach nächstes Level. Ja, dass Ash irgendwie auftaucht, ja, schon, aber irgendwie hatte ich schon gehofft, wie gesagt, dass er der Vater von ihr ist. Weil das würde einfach passen, weil nach einer Zeit, weißt du, einfach mal so ein Zeitsprung, warum nicht? Vor allem, weißt du, was das Geile ist, halt, wenn du mal einen großen Zeitsprung machst? Was passiert in der Zeit dazwischen? Da kannst du auch wieder Stories machen. Das Problem ist halt, dass es bei den Pokémon-Spielen ja nicht so, dass es da Zeitunterschiede gibt. Außer bei bestimmten Sachen zwischen Pokémon Schwarz und Pokémon Schwarz 2. Da gibt es halt Unterschiede. Aber sonst kaum. Ich meine, der größte Brainfart wäre so gewesen, wie gesagt, den sie machen hätten können. Das machen sie, hätten sie eh nie gemacht. Aber es ist einfach so. Es gibt sicher irgendeinen Fanmate in die Richtung. Versteckter Block? Wahrscheinlich. Oder irgendjemand, der würde. Was mache ich da eigentlich? Weißt du, irgendjemand, der sich vielleicht so, weißt du, so ein Pokémon-Hater, sich denkt, ich mache jetzt so ein Art Ding in die Richtung, wo ich einfach Ash aus dem Koma aufwachen lasse. Ja, Die Theorie kennst du ja, oder? Ja, die hast du mir mal erzählt. Warum? Ist die Röhre fake? Ja! Gut, ich tippe auf weitere versteckte Blöcke, wenn er es schon einmal macht. Da oben ist auch eine Röhre. Oh. Die hätte ich gar nicht gesehen. So, Pompom ist am Sterben. Ja, perfekt, die hat einen Schlüssel gehabt. Die Schlüsseltür hast du nirgendwo gesehen, oder? Ist ja noch nicht. Danke. Okay, da oben ist die Katzenglocke. Ah ja, ja, da oben ist die Schlüsseltür. Okay, da ist da der Richtung. Und da ist dann eine weitere Röhre gleich direkt. Also musst du hoch. Nee, da geht's zu weit. Das ist so ein scheiß Rätselkack wieder. Ach so, eine Kacke. Cheat ich gerade oder? Okay, hier ist der Abgrund, alles klar. Das sind ein paar mehr Wege auf alle Fälle. Wo hast denn du den Schlüssel auf einmal hier gehabt? Unsichtbarer Block. Fuck. Das ist deine Spezialität. Ja, super, danke. Das ist eine Röhre, aber ich glaube, die ist fake. Ich vertraue der Röhre noch nicht. Doch, nee, die ist richtig. Ich habe schon ein paar Röhren weitere gesehen. Ja. Da wird jetzt so ein kleiner Raum wahrscheinlich sein, wo es dann weitergeht, oder? Ja. Genau den habe ich vorher nämlich schon gesehen. Weil ich bin vorher die ganze Zeit recht. Ja gut, dann laufen. Oh. Nimm einen mit, lieber. Ich habe so ein Gefühl... Oh, egal. Was? Bleiben wir bei Pokémon-Themen, bitte, weil da brauche ich an diese Level nicht denken mehr. Alles klar. Dann können wir die einfach machen und unkommentiert lassen. Pokémon, die freust du dich schon auf das DLC? Ja, das DLC, da bin ich eh schon auch hypevoll. Nee, eigentlich nicht. Also, ich habe da richtig Angst vor. Das... Irgendwie habe ich vor allem gerade Angst, was Game Freak anfasst. Ich habe gerade bei allem Angst, was bei der letzten Nintendo Direct da vorgestellt wurde.
Nee, ich nicht. Also aber da bei allem. Da war viel geiler Scheiß dabei. Ja, es wurde viel Geiles vorgestellt, aber wie es aussah letztendlich, dass er... Der neue, das ist der neue Stil von Nintendo mittlerweile. Also auch von diesen Figuren, weil ihr seht, dass die immer so kleiner werden, immer so kleiner, cartoonartiger. Dafür sieht man RPG oder was? Ja, dafür sieht so in die Richtung. Dafür sieht aber die Umgebung meistens immer geil aus. Bei den Charakteren, weißt du, es ist immer so Geschmackssache. Für was brauchen wir genau diesen Powerblock? Das, was ich bei der Direct eigentlich am besten fand, war, dass ein Spiel über Peach angekündigt war, aber ja, da hat man halt keine Infos bekommen. Was ich ja geil fand, voll finde ich, ich habe ja die Kommentare mir auch ein bisschen durchgelesen, Live-Kommentare dann. Ja. Leckt's gerade, ja, oder? Nein, bei mir nicht. Bei mir ist, dann ist das wegen dem Level. Wegen den ganzen Powerblöcken. Und es kommt mir nur so vor. Gut, jetzt sah das irgendwie nur so aus, oder was? Das wissen ja viele gar nicht, dass Peach schon mal ein eigenes Spiel hatte. Ja. An der Stelle. Das wollte ich auch mal let's playen. Super Princess Peach? Ja, das Spiel habe ich ja. Das war mein viertes Nintendo DS-Spiel, das weiß ich noch. Mein viertes Nintendo. Ich habe das noch nie gespielt, keine Ahnung, wie es ist. Es ist richtig gut, finde ich. Okay. Lol. Ich bin runter. Nee, also ja. Princess Peach finde ich gut. Das ist ein gutes Spiel. Ja. Vor allem mit den Gefühlen und so, wie du damit umgehen kannst. Also da ist schon einiges dabei, was du immer ganz klug nutzen musst. Die Minigames sind auch geil, die es gibt. Das mit dem Toad durchs Feuer ziehen oder das mit dem Pusten beim Mikro, weißt du, dass er hochfliegt. Okay. Und weißt du, dass und vor jedem Bosskampf hast du so ein Minispiel. Die sind manchmal frustrierend, aber meistens ist es cool. Und die Level sind auch sehr groß. Das ist so ein richtig, es ist so ein bisschen im Yoshi-Style, kann man fast sagen, gehalten. Ne? Das ist die große Level mit viel versteckten Sachen. Ja. Muss immer so drei Toads und so finden und so weiter und so fort. Also was? Und neue Fähigkeiten nach einer Zeit freikaufen und so weiter. Also es ist schon ein gutes Spiel. Also es zeigt auf alle Fälle die Qualität der 2000er, die Nintendo hatte. Für mich eigentlich, ich würde schon fast sagen, soll ich sagen, wirklich Must Play? Das neue Peach oder das erste Peach? Was ist das? Das erste. Das würde ich eigentlich schon wirklich als Must Play fast einordnen. Kannst du ja machen. No, ich bin dead, ja. Du auch? Ja. Warum tust du das? Ich hatte den Sprung auf die Haken verpasst. Die Haken! Achso, warte mal. Das ist nicht so gut, Gott, was du da machst. Ah! Gut, jetzt kannst du. Also auf die Haken. Ah ja, hier sehe ich schon. Oh, ich hätte warten sollen auf die scheiß Knochenbahn, Alter. Warum mache ich den gleichen Fehler wie du? Ich weiß es nicht, das musst du dich selbst fragen. Oh! Lauf gleich direkt nach der Röhre. Oder Tür. Müssen die sich wirklich gegenseitig killen? Ja, tatsächlich. Ja, killt euch bitte. Ja, der Bowser ist down. Und der auch. Und da ist das Ziel, easy. Ich hab nichts vom Level gesehen. Ja, sei froh, das ist auch nicht der Rede wert. Ja, guter Level ist erstmal sowas, ja. Aber eine Sache kann ich dir noch sagen, was ich hasse, also was ich gehasst habe aus Super Princess Peach, okay? Ja. Ich kann mich in der ersten Welt, war so ein beschissenes Level mit so verfluchten Blumen, glaube ich, waren das oder so. Die was so in einer gewissen Farbe angeordnet waren. Hä? Oder irgendwas, da war irgendwie so ein Raum, das war so in einer gewissen Reihenfolge Farben und dann musstest du die Blumen in der Reihenfolge abklatschen. Mhm. Das Problem ist, am Schluss, glaube ich, war ja so eine 7er oder 8er Reihe. Die merken allein, das Kind war schon schwierig genug. Und vor allem, da waren die Level auch noch hinter voll schwierig. Ich glaube 7 oder so gab es dann. Irgendwann war eine 7er Reihe. Das Problem ist, das ändert sich, glaube ich, auch immer wieder. A Level in Mario Maker 2, das ist ein super Name. Okay. Sieht noch normal aus, aber ich würde darauf nach Troll aus. Ja, ich will darauf nicht viel verwetten. Also ich lasse die jetzt mal links liegen kurz und ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Das war eine gute Entscheidung, glaube ich. Warte, ich dachte, ich habe eine Abkürzung gefunden. Aber war leider nichts. Okay, die rote Röhre sieht richtig aus. Oh no.
Okay, wir brauchen irgendwo einen Powerblock hier. Kommt da eventuell vielleicht jetzt die blaue Röhre ins Spiel? Ich schau mal. Ach, da ist ein... Ah, okay, gut. Bist du noch drin in dem Raum? Also ich gehe da jetzt rein. Nee, mach nochmal, weil ich habe gerade gedrückt. So, ich bin jetzt drin, ja. Ach, fail! So. Mach schnell, bevor der Eiszapfen wieder kommt. Jetzt habe ich hier zwei Wege. Oh ne! No! Ich warte hier mal lieber auf dich. Da kommt gleich eine richtig scheiß Stelle. Ich hab schon gesehen, Eisblöcke. Einer Sprünge auf Eis, Alter. On Ice. Ah, oh, hab's. Ja, ich nicht. Ich bin raus. Oh, da kommt ein Hotheads. Oh, egal. Weiter geht's. Hä? Ich komm ja schon. Ach so. Rechts. Ja, hä, was hat's jetzt gebracht? Ich hab keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Hast du irgendwo eine Feuerblume gesehen? Ich glaube, ach, war ein Pilz irgendwo. Für da oben. Ist aber auch nicht wo. Ja, wahrscheinlich eh da drin. Ich gehe da nochmal durch, okay, den Raum. Ach. Hast irgendwann was? Kommt Bosskampfmusik, töte die einfach mal. Meinst du? Hä, hey, aber was? Ah! Also nach der Tür, stimmt ja. Ja. Ja, hier. Ah ja, und hier kommen jetzt die Hotheads raus, sagtest du. Ja, aber das sind ja auch nur. Ja, mach die mal fertig. Ah, ein ja. Schlüssel. Okay. Ja, das gut. Das wird vorhin mal angezeigt. Bei der Schlüsselschrift wird genau das angezeigt. Okay. Jetzt müssen wir zurück zur Schlüsseltür. Ich weiß nicht immer, wo die war, ganz schnell. Bei der blauen Röhre. Zurück zur blauen Röhre. So, ich bin gerade vorsichtig. Und da war eine Schlüsseltür. Jupp. Ah ja, da drin erst. Aha, jetzt bin ich im Bilde, genau. Den Scheiß da drücken. Den Scheiß da drücken, genau. Ja, ich... Okay. Das ist wahrscheinlich. Wir haben nur mal 100 Sekunden. Achso. Ja, passt. Vielen Dank. Gut, du musst jetzt explodieren für den Powerblock. Okay, jetzt musst du nochmal zurück, glaube ich. Also ne, passt schon. Also zack, zack, genau, rein da. Und bitte sagt, wir kommen jetzt das Ziel. Die Röhre sieht gut aus. Ah, okay, passt. Jetzt kann ich zurücklaufen mit der Feuerblume und das aufmachen. Und jetzt ja. Aufpassen wegen den Hotheads. Nicht die verlieren. Genau, jetzt kann ich da nämlich. Jetzt kann ich da oben auch aufmachen. Da ist sogar noch mein Ersatzding. Nee, ist das ein Checkpoint? Willst du mich verarschen? Warte! Okay, das war ein Troll, aber ich lebe noch. Ich lebe noch, alles gut. Hoch, runter? Ich glaube runter. Da kommt ein Powerblock. Echt jetzt? Ja. 50 Sekunden, ganz schnell für einen Powerblock. Für einen Powerblock! In die rote da rein? Ich leg mich fest, wollte ich gerade sagen. Ich leg mich fest. Unsichtbarer Block. Ja. Hey, komm kurz her, ganz schnell. Also ich habe jetzt keinen Bock, da irgendwas zu suchen. Spring auf mich drauf. Komm, hoch da. Hol den scheiß Powerblock, wenn da oben einer ist. Ist einer? Nein, hier ist ein, da ist ein Powerblock, ja. Kann ich ihn so schmeißen? Ist er kaputt? Nee, ne? Lauf zurück so schnell, du hast nur 70 Sekunden, schnell! Ja, wenn da das Ziel drin ist, ich hasse dich! Ich komme aber nicht zurück. Okay, das ist kacke. Ja, dann haben wir verkackt. Dann haben wir leider verkackt. Ah doch, jetzt komme ich zurück. Schnell, wirf! Ziel, oder? Da ist doch ein Checkpoint! Was will der? Oh, Alter, nein. Das Level ist richtig Ludwig. Der will uns verarschen. Aber wir wissen ja jetzt, wie es funktioniert. Ja, aber trotzdem.
Jetzt müssen wir erstmal wieder jetzt können wir erstmal, jetzt können wir erstmal gut Zeit. Ja, das ist der einzige Vorteil. Achso, man muss noch einmal drücken davor. Stimmt. Achso. Ich gehe kurz einmal zurück. Ja, das zum Thema, wir wissen alle. Wir wissen gar nichts, wir wissen eine Scheiße. Ah, stimmt, da muss ich zuerst in die blaue Röhre rein. So, passt. Jo. Ich habe noch was anderes gefunden, ich guck da kurz mal nach. Okay, nee, war nur Münster. Das wird eine lange Folge. Okay, dann wird's halt eine lange Folge. Ja, ja, sonst langweilig, oder? Nein, der scheiß Cooper! Nein. Nochmal Neustart für alle, kommt, Zeit ist eh am Arsch. Wir haben nur 300 Sekunden. Oh nein. Das muss jetzt in einem Zug gehen. Okay, wer drückt als erstes auf den On-Off? Mach ich gleich. Du suchst dir ja wirklich schon wieder nach versteckten Blöcken. Hör auf damit, das ist meine Aufgabe. Mach mir einen Gefallen, schieb bitte nicht an Hotheads. Du weißt, da kommen welche. Ja. Vergesse ich nicht so schnell wie den Steinbock von gestern. Wichtig, die Zeitangaben, die wir nennen, sind scheißegal, weil wir nehmen das meistens hintereinander auf. Die Folgen kommen teilweise Jahre später. Noob. Fuck! Vielleicht war ich ein bisschen zu vorlaut. So. Jetzt latschen wir wieder zurück. Ich sterbe an einem Hotheads. Hotheads, Hotheads. Bitte drücken Sie den Schalter. Hotheads. Hotte, Hotheads. Wir machen den Hotheads-Song. Hotte, Hot, Hot, Hotheads. Let's go! Oh, meine Güte. Das ist langweilig. Mais. Rein damit, kommst du. Und jetzt... Flower gönnen und flexen. Flower of Fire. Wir haben noch... 200 Sekunden. Ich habe meine Feuerblume verloren, möchte ich an der Stelle erwähnen. Das ist beschissen. Deswegen. Am Hothead oder? Ja, und deswegen bemühe ich jetzt bitte. Kommst du ja trotzdem, da ist das sowieso eine Feuerblume. Also ach so, stimmt ja, ich bin ja groß. Aber. Checkpoints? So, was war jetzt hier nochmal? Ja, das Ding, das Ding mit dem genau. Power, das Ding mit dem Powerblock war jetzt. Bist du jetzt oben? Noch nicht ganz. Okay, passt. Leck mich doch. Danke. Was tust du da? Ach, okay. Da ist so ein Wichssprung. Okay, jetzt verstehe ich's. Hi. Wie ging das nochmal dann? Ach so, an dem hast du den Powerblock gekriegt, ja. So. Die Sprünge sind aber schon, also ein bisschen Anlauf reicht schon, du bist wieder einen Block höher. So, jetzt kam wieder was in die Richtung, also Checkpoint. Ja, hab ich. Hä? Achso, man muss da durchlaufen als... Okay, also man muss da klein sein. Ja, geh mal eben zu uns da. Nein! Ja, jetzt kann ich es nicht mehr schaffen. Naja, ich kann dich rüberschmeißen. der Plan war... Checkpoint. Also, ja, aber da kommst du nicht mehr zurück. Ah, doch, eigentlich schon. Hä? Das ist unfair. Ah, doch, du kommst doch zurück. Ey, das wirkte gerade so. Okay, jetzt bin ich raus. Gut, dann ist. Nee, der Manche ist wieder da. Okay, also, kommen wir gar nicht raus. Wir müssen es doch so mit unserem Trick schaffen. Oh.
Ich kann aber mit wenig Anlauf dich darüber werfen, glaube ich. Das geht. Ich kann dich auch zur Ranke bringen, das reicht ja auch. Ja, das meine ich ja. Ich will dich zur Ranke bringen, jetzt sind aber die Pisser da im Weg. Ich traue mich halt nicht springen, weil wenn ich zu hoch springe, dann haben wir ein Problem. Ja. Dann haben wir ein fettes Problem. Kollege Problem. Nee, jetzt dich legen. Muss mir da den Kopf. Ich sehe schon, komm, ich stoß mal. Komm mal kurz daher, es leckt gerade ein bisschen. Ja. Sorry, das war gerade wegen Lags ein bisschen schwierig. Ja, 40 Sekunden. Was ist denn jetzt? Genau dafür hat man neues Internet an der Stelle geholt. Das ist gerade mies. Lass einfach sterben kurz und jetzt riskieren. Weil jetzt sind die Buhs dort drüben. Komm her da. Gut, das hat funktioniert. So, und jetzt, ich warte auf dich. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit dafür haben. Komm. Ist mir egal. Sag, da ist das Ziel. Oh nein! Oder ist es? Da ist es! Oh, jetzt müssen wir aber schnell sein. Nein, ich bin tot! Ich bin da! Ich muss das Ziel halt auch treffen. Oh. Wenn es noch 3 Sekunden gehabt hätte, ich mich, glaube ich, aufgeregt. Ich bin gerade zweimal am Ziel vorbei. Ah, oh, perfekt, Leute, perfekt. Oh. Na gut. 30 Minuten oder? Last second im richtigen Ludwig-Level. Und ja, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. Grüß dich, Ziege. Ciao, ciao.